Ja, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Markus von Markus Vloggt. Es gibt Neuigkeiten von der DKMS. Und zwar habe ich heute endlich mal wieder einen Brief von der DKMS bekommen. Und zwar war dort wieder ein Brief meiner Empfängerin drin. Ne? Es geht ihr gut. Also ich darf ja durch die zweijährige Anonymitätsfrist nicht viel sagen. Es geht ihr auf jeden Fall gut. Sie konnte schon nach wirklich mehr wie 2 Wochen hat es wirklich gedauert, aber dann konnte sie ja wirklich schon ziemlich schnell das Krankenhaus wieder verlassen. Meine Stammzellen haben sich bei ihr verdammt gut durchgesetzt. Das war ein Wert zwischen 90% und 100%. Einen genauen Wert darf ich auch nicht sagen wegen der Anonymitätsfrist, aber auf jeden Fall im wirklich sehr hohen Bereich. Ja, sie hatte halt einige Fragen an mich, was ich alles auf mich nehmen musste, um für sie spenden zu dürfen. Darf jetzt halt wie gesagt auch nichts Genaues vorlesen, weil es gilt ja eine zweijährige Anonymitätsfrist und sie könnte ja sonst dadurch irgendwie herausfinden, wer ich bin und alles. Und das ist halt leider so, dass ich da aufpassen muss, was ich sage. Ja, also wie gesagt, die Zellen haben sich bei ihr wirklich ziemlich gut durchgesetzt. Sie hat auch bald ihre, ich sag dazu immer, eine Nachsorgeuntersuchung. Ist ähnlich wie bei der Stammzellenspende, wenn man selber Spender ist. Ich musste nach 30 Tagen, also nach einem Monat, musste ich nochmal zur Nachkontrolle ein großes Blutbild machen lassen. Ich denke mal, so war das bei ihr auch, dass sie da einfach nochmal gucken muss, wie sich das bei ihr verhält im Körper, und sie wird mir dann über das Ergebnis auch nochmal berichten. Das war jetzt schon der zweite Brief. Den ersten Brief habe ich euch mit Absicht nicht vorgelesen, weil es darin einfach nur um das Kennenlernen geht. Das ist einfach so ein Hallo, wie geht's dir? Danke, dass du dafür mich gespendet hast und bla und blub. Das war jetzt eher nichts Spektakuläres. Ich habe ihr dann auch zurückgeschrieben und habe ihr, weil sie hat mich bei dem ersten Brief hat sie mich gesiezt. Da habe ich gemeint, erstmal sagen wir du, das wäre besser, weil jetzt tragen wir ja auch dasselbe Blut in uns. Was sie mich natürlich auch gefragt hat in ihrem jetzigen Brief, was ich natürlich vorher schon wusste, ob ich weiß, dass sie und ich jetzt dieselbe Blutgruppe haben. Ich habe ja auch schon eine Antwort zurückgeschrieben, in der ich geschrieben habe, ja, das wusste ich, weil über sowas kann man sich ja auch schon vorher Gedanken machen bzw. informieren. Was passiert mit einem Patienten, nachdem er eine Stammzellentransplantation bekommen hat? Ja, wir haben jetzt dieselbe Blutgruppe. Meine Blutgruppe ist ja A positiv, also A mit dem Rhesusfaktor positiv. Und ja, das war jetzt erstmal das kleine, aber feine Update von meiner Stammzellenspende. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann, euer Markus von Markus Vloggt.